Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen was erreicht. Wir haben drei Drachenbosse erledigt und haben ja Savild gefunden, Melchior und Alfred oder auch nicht. Nein, wir wurden nur vorgegaukelt von noch mal ein paar Kämpfe. Wir wurden nur voll geraukelt von Melchior, dass wir Alfred gefunden haben, aber in Wirklichkeit waren das alles nur Illusionen. Und ja, wir müssen jetzt zurück zur Vanelsia. Ja, das war ein bisschen spät, ne? Ja. Hi, was geht? Mann, ich habe jetzt keine Dinger, Alter. Ich meine, die Reichweite von dem Angriff an. Und ja, natürlich war meine Aufnahme ein bisschen zu leise, habe ich so das Gefühl. Was soll das eigentlich, ey? Die kämpfen sich schon wieder gegen dort? Nee, ne? Kommen wir irgendwie so vor. Ah, schon wieder zu spät. Komm mal her! Dabei habe ich das Mikro nur ein bisschen runtergedreht, weil eine meiner letzteren Aufnahmen, keine Ahnung, ich irgendwie so laut war. Der die ganze Zeit nur so gehört hat. Habe ich noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht mal, wie ich das beheben soll. So, okay, wir haben wieder was gelevelt. Weiß man, das wird ein bisschen weniger. Die Ermüdungsfähigkeit, ja. Und noch zwei Sachen. Komm her. Ja, vielleicht gegen Viecher kämpfen, warte mal. Sind das nicht schon schwächere? Nee. Was? Naja, Kontakt. Gegen Feuer, ja. Jetzt mal wieder mein Feuer angefunden, also gut. Mal Massenfeuer angefangen. Wie kann man die Kühler anders? Sie hat sich ja vor kurzem das geändert. Und Boom absorbiert. Naja. Oh, und ich hoffe es nicht. Dann wird man ja alles kalt. Please nerf Velvet. Velvet too strong. So, komm her. Ja. Weil haben so voll viele Dinge hier, ne? Komm mal her. Wolf. Let's. Jawohl. Bitte drop was. Verfreiner Drache. Felsigmontur und Zeugs. Gut. Ah, was haben wir Neues? Wir haben nichts, doch wir haben was. Tranquillo. Sein Dingen ist okay. Eisen war glaube ich auch kurz davor, ne? Ja, ein bisschen. Heute auch noch ein bisschen, das machen wir auf dem Weg. Ja, ich habe mich nur einen Lohndring jetzt wieder teleportieren. Warum habe ich eigentlich so blöden Flaschen, wenn ich die eigentlich nie benutzen kann, wenn ich sie mal benutzen will? Also gar nicht mehr, wo ich jetzt. Ja, okay, deswegen wahrscheinlich, ne? ロクロは知ってる？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 ロクロは知って
Warum klingt Magilu in den letzten Aufnahmen irgendwie so bösartiger? Mädchen mit dem Regenschirm, ja. Reden wir über sie. アイゼンとどういう関係なのでしょう。アイゼンには直接聞ける雰囲気ではなくて、わかんない。僕も気になってたんだけど、でも可愛い感じの子だったよね。は？ボーはああいうちょっと澄ましたキレ顔系のタイプだったのかい。そうだったのか。俺はてっきりメール。うわ、やめて。どうしたの？ ちょいとデリケートな話をしとったんじゃよ。具体的に言うと、ボーの初恋相手について。違うってば。現実で現れた傘の女の子は誰かって話だよ。傘の子か。あの愛禅が今日疲れて動きを止めた。よっぽど大切な人なんでしょう。じゃな。しかもかなり複雑で深い関係と見た。ちょっと待って。 つまり別れたくても離れられない奥方、もしくは生産不可能な愛人。極端すぎるだろう。っていうか若すぎる。いやいや、勝手気ままな海賊にふさわしいのはボロクズのように捨てた、もしくは捨てられた偽りのなしか知らぬ女との間にできた娘とか。実は結ばれなかった初恋相手が亡くなってて、その娘を。 Also anstatt einfach Eisen zu fragen, ne? Boah. Also anstatt einfach Eisen zu fragen, ne? Oh Mann. Oh, ich werde schon wieder so traurig. Leute, die Tales of Hysteria gespielt haben, wissen wahrscheinlich wieso. Oder die mein Let's Play von Tales of Hysteria gesehen haben. Was sehr unwahrscheinlich ist, dafür müssten Leute meine Videos gucken, nämlich. Das macht mich auch traurig. Oh, da ist auch noch einer. Ja, was das angeht. Tschüss. Ich warte erstmal so, bis ich weiß nicht. Oh Gott. So ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Überblick habe, wo ich hingehen kann und so. Wenn ich nicht einfach jetzt so, ich gehe jetzt einfach hin. Oh, müsste doch jetzt perfekt sein. Ich will nochmal ein Harpienviech da versuchen, aber lass mal das. So, gibt es ja neues zu kaufen. Tränke des Lebens aufstocken bitte. Nix, okay. Das war nix. Dann. Was ist hier los? ずいぶん古い本ね。見たことのない文字で書いてある。アバロスト語じゃないよ。年表みたいなのがあるから、歴史の本かな。2000年ほど前に使われていたメリオダス文字のようじゃの。アバラスト語よりは新しいが、今は使われておらん文字じゃ。書き込みがいっぱいしてある。これは誰かの研究書だよ。研究なら、リーブの本かも。リーブ？宿屋の子供だよ。歴史を研究してる変わった子なの。 Jetzt würde ich sagen, das war zum ersten Mal eine Quest bei diesen Ausrufezeichen Dingern hier aktiviert haben. ありがとう。大事な本なんだ。僕はライフセット。ちょっと見せてもらったけど、すごいね。君はメリオダス文字が読めるんだ。
メリオダス文字と見抜くなんて、君こそただものではないね。それほどでもないけど。僕は大人になったら世界の遺跡を巡る冒険家になりたいんだ。そのための準備は、この本で暗黒時代より昔の歴史を研究してるんだ。暗黒時代。クローズドダーク。Hey, davon habe ich auch in der Serie gehört. その時代だよね。そう。Ich dachte, er wäre inzwischen. 記憶がほとんどない歴史の空白なんだ。でも、その前後の時代を研究して比較すれば、何があったのかわかると思うんだ。すごい！面白そう！だろう？古い本のことでよく盛り上がりますよね。うちの弟も同じだったわ。ラフィーもよく兄さんと。匿名の通報があった。不審者を見なかったか？まずい。警備が来るぞ。こっち。ほんとに、これ一人。Unsere Gruppe ist doch alles andere als verdächtig. Nicht in Ayo, Boku, Honni Mutsu Dattakara. Soka, Haha, to Tarigrasse, Kokorobosoi Daroga, Schkaina. O mein no Chichiwa, Mina no Tami Tataka, Ito Taimasta. Joanewa Haitewa, Chichiwa ni Wadawarezo. Hi. Wer ist das? Welchu?Rhetoren sind doch ja so Melchior und Shigure und so, ne? Das ist gut, ja, Liebe. Antano Chichiwa war Taimas Nam. Dakara, Daifiset tachi no Jijou wa kuwashiku wa kikanai yo. Tomodachi dakara, ne? Tomodachi? Tomodachi no akashi ni totteoki no himitsu wo oshieru yo. Kono hon ni wa densetsu no bannou yaku.オメガエリクシールの作り方が書かれているんだ。オメガエリクシールを作るには5つの素材が必要らしい。訳せたのはまだ1つだけだけど、それを教えてあげる。ありがとう。でも僕、何もお返しできない。お返しなんていらないよ。でも、よかったらまた話をしに来て。絶対に来るよ。オメガエリクシール。すべての病を治す。これに、alle HP heilen。der gesamten Gruppe, glaube ich, ne? 暗黒時代に実物も製法も失われたと聞いていますが。メリオダス文字は暗黒時代以前に使われていたもの。辻褄は合うの。子供の解読よ。当てにならないわ。いや、あの本の書き込みは大人顔負けだ。全くのデタラメとは思え。子供の集中力と学習能力は侮れないぞ。好きなことならなおさらな。僕もリーブは本物の研究者だと思う。あの子も夢中になって本を読んでたから。オメガエリクシールはあなたにとっても役立つものなのでは？ライフセット、あんたは素材を探してみたいのね。うん。私は興味ない。けど、あんたが勝手に探すなら止めないわ。うん。OK。さあ、まあ。Das Mineral namens Longdaus Staub. Longdau. Eins wurde in den Westerntunnel genannt.Longdao, da ist was Tales of Exilia, ne? Oder? War nicht, Wingal auch von den Longdao? Oder hat Longdao gespielt? Ja, so hieß die Sprache, ne? Vestertunnel befördert. Kann ich das machen? Vestertunnel, ja, super. Habe ich diesen Ort schon irgendwo?Da. Community, Katnixhafen. Kruganes Werkstatt. Ah, okay.
Ha, wie komme ich denn nochmal dahin? Ich irgendwo. Das heißt, wäre es mal, wenn wir eine Quest dadurch bekommen haben. Geil, ne? Hier mal ganz kurz gucken. Wo ist Level 32? Okay, das rechts ist 32. Dann kommen wir mit Level 32 irgendwann mal zurück. Ich hoffe ja, ich kann jetzt überall hingehen, ne? Bitte? Nee. Noch mehr Quests. Also Gespräche. Sehr, erstmal, wenn wir Quest irgendwie bekommen haben. So ein Gespräch. Normalerweise dann immer eine Unterhaltung, die wir lauschen müssen. この前大助で流されて第4種管理地区の島に行ったんだが噂通りやばいとこだったぜ嵐が収まるまで船着き場に泊まりたかったんだが海が水飴みたいにドロドロし始めてよクラゲの化け物みてえなのは甲板に上がってくるし太めりゃナメクジが海泳いでやがんだナメクジは塩水に弱いでしょ俺もそう思ったんだけどさ海牛でもナマコでもねえし いや、おっかなくてよ。まあ、近寄らないに越したことはねえが、もし、あの島に行くなら、ドロドロには気をつけな。いい、クリーパーです。第4種管理地区って言ってたけど、どういう場所なのかな?声量が決めた対ゴーマ戦略上の区分で、どの程度ゴーマを制圧できたかが目安なんです。第1種から第3種までは、タイマ氏が適宜配備され、安全が保証されている地区です。つまり、 第4種は安全の保障ができてない。本来なら王国全土の安全を保証すべきですが、手が回らないのが実情です。辺境や離島などは大麻市を配備せず、立ち入り制限を行うことで被害を防いでいるんです。船の連中は島の近くまで行けたと言っていたが、立ち入り制限ってどうなってるんだ?危ないよ。行くなと送り出しておしまいじゃよ。離れ小島を囲えるわけでもないしの。 禁じた場所へ行くのは勝手じゃが、助けには行かん。泣くのが嫌なら近寄るな、というわけじゃ。そもそもゴーマを制圧できていれば、渡航を禁止する必要なんてない。本音では、清涼も近づきたくないんだろう。清涼もお手上げの危険地帯ってことか。放置しておきながら管理とは、これいかに。第4種管理地区ってたくさんあるの? 私が清涼査察官として聞いたことがあるのは全部10箇所です。その10箇所の正確な位置も現在の様子もわかりませんが。清涼が撤退したんだ。おそらくよりやばい場所になっているだろうな。そこへ行くならしっかり準備しないとだね。 Kannst du zu einer Verwaltungszone Klasse 4 gehen? Geil. Mal mehr Nebenquests kriegen wir hier auf einmal. Was ist denn hier los auf einmal? 聞いてくれよ。またゴーマだってよ。バスボ。凶暴なゴーマの群れがワーク樹林に出たんだ。ただでさえあの樹林には危ないゴーマがいたのに、今度は別の群れが出て、しかも逃げたんだってさ。だからあちこちに大麻市が増えてるだろ?その群れにいるのはどんなゴーマなの?それは俺たちも知りたいんだが、清涼の連中は何にも教えてくれないんだ。見せろ、だの。 しばらく寮には出るな、たの。ゴーマが出るたんびに仕事が止まって大弱りさ。本当に迷惑なゴーマどもだよ。俺が大麻市なら、ぶっ飛ばしてやるのにな。結局、いつも苦しい思いをするのは、大麻市でもゴーマでもない。俺たち庶民なんだよ。まあ、あんたらも気をつけなよ。そうするわ。殴られないようにね。あ、das Gespräch war jetzt sehr hilfreich. Pass auf, da draußen gibt es Dämonen, ja, ach nee. Wir sind da, wir müssen da, wir kommen auf jeden Fall nicht zu Fuß da. Aber ich kann ja jetzt so... Du kommst da an der Dings, ne? Oh, jetzt gar kein Gasthaus. Stimmt, hier gibt es kein Gasthaus. Gut, dann gucken wir mal. Ich speichere mal, ich werde ja wohl... Also nicht gewarnt werden oder irgendwie sowas. Ich bin mal zu so einer Insel oder... Ich will, glaube ich, erstmal dieses Omega-Elixier-Rezept holen. Jedenfalls so weit wie es geht. Dann gucken wir weiter. Dun 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 dun. Hallo, Vogelkopf. Ja, Harry, nicht so, dass
Warum bist du jetzt da durchgelaufen? みんな生きてますよ。復調の呪いに比べたら海賊病なんてちょろいもんさ。よし、出港準備に取り掛かれ。ロックには合ってますね。いつでも出られるってのは。海賊の竜が悪くはないの。 Also, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, wieder voll und angeln. Manche sind wieder da, zwar fieser als hier und je. Setzen Kurs auf Isolde. Wir gehen erstmal dahin. Wir wollen uns hier Omega-Elixier-Rezepte, wie auch immer. Aha. Katnitzhafen, okay. Warum kann ich mich jetzt nicht dahin wieder teleportieren? Ja, ja, gute Frage. Wo ist denn? Ist halt weit. Ach nee, er war direkt da drinnen, genau. Ist ja gar nicht weit. Dann gehen wir mal da rein. Okay. Gasthaus ist nix. Da finde ich es übrigens auch eine sehr gute Neuerung. Mein Testsystem hatte jeder Charakter irgendwie auch so einen Balken, der sich immer auffüllen musste. Das Problem ist, nach jedem Kampf ist er ein bisschen runtergegangen. Wenn er irgendwie auf Null war, musste man immer im Kampf warten, bis er sich aufgeladen hat. Das hat dann immer länger gedauert, je nachdem wie niedrig der war. Weswegen man sich immer in verdammten Gasthaus ausruhen musste. Das finde ich, haben sie gut gemacht hier im Spiel. Habe ich noch nicht irgendwie angesprochen, aber das haben sie hier entfernt, natürlich. Und ich könnte mal versuchen, hier gegen das... Gehen wir erstmal zu Kurogans Werkstatt. Dann versuchen wir mal den Boss mal, wenn ich Zeit habe. Ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit. Da kommen wahrscheinlich irgendwelche Cutscenes und so, ne? So ein paar. Nix. War hier richtig? Nö. Boah. Okay. Ah, okay. Und zuerst mal wieder die 1 gedrückt. Jetzt weiß ich auch, was er macht. Ja, okay. Systeria, hast du mal gesehen, wo du hingekommen bist? Ich mache voll viele Anspielungen zu dem Spiel, ne? Wie kann ich es wagen? Ich werde wahrscheinlich zu Kuroganes Werkstatt erstmal hingehen. Dann diese Nebenquest machen mit dem Elixier. Ich nehme nicht an, hat wir direkt schon alles hier vervollständigen können. Ne? Wahrscheinlich können wir noch nicht alles haben. Obwohl, er hat doch gesagt, der hat nur ein Rezept, ne? Wo ich glaube, ich habe noch Zeit hier für den Boss. Ich direkt danach Schnitt mache, weil ich. Boah! Was? Ich bin richtig, boah. Ich freue mich, wenn wir über diese Schluchten hier rübergehen können. Ja, voll dämlich. Warum sind hier immer nur so Schluchten? Ich kann nicht über die rübergehen. Wie soll man denn da rüberkommen? Ich verstehe es nicht. Okay. Gut. Hier wird ja wohl kein Kampf oder so kommen, ne? An bestimmt irgendwie so ein Skit oder so und boah, ja, viel weiter weg. Okay, ich glaube, da wird jetzt mit dem Boss wahrscheinlich bei der nächsten Aufnahmesession beim nächsten Part direkt bei dem Boss anfangen. Dann sehen wir ja, also ich werde dann direkt vorm Boss stehen, versuchen den anzugreifen und dann sehen wir ja, was abgeht, ob ich den schaffe. Ja, da warten, bis mein Schiff hier zurückkommt. In einer Minute. Das Gezeichnete.
Gut. Dann zeig mal. Boah. Ich hasse das. Was ist meine Orientierung denn so kacke? Ja, sind wir jetzt hier richtig? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Okay. 3, 2, 1. Verdammt. 3, 2, 1. Verdammt. 3, 2, 1. Komm schon. Oh. Ich dachte, eine Minute war schon längst vorbei, ey. Ich wollte nur eine Minute hier rumlaufen bisher. So, dieser war richtig endlich. Ha. Boink. Immer noch nicht. Dann will ich eine neue Insel bekommen. So, mal langsam die Sachen freischalten. Ja, was geht? Der hat sich wieder gefüllt. Venus-Tasche habe ich schon. Okay. Londauno-Kyojin? Liebe, was sie dir gesagt hat, Omega-Elixir ist das Material. Ich bin wirklich nicht mehr so gut. Liebe, was sie dir gesagt hat. 残りの素材も解読できたかもしれないし。そうね。 Ja, direkt machen können, Mann. Hey. Ein paar Schwerter mitnehmen. Okay. Können wir endlich den Part hier wahrscheinlich, ja. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann vor diesem Boss. Der hier irgendwo rumeiert, da wahrscheinlich zum Katnixhafen zurückgehen. Ich werde wahrscheinlich den hier erstmal machen. Wenn ich von hier aus zu diesen Dingen rennen, dann gucken wir mal, ob ich das wie schaffe. Dieses Mal haben wir glaube ich schon mal versucht, ne? Und dann sage ich ja, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.